Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ich habe euch heute wieder eine kleine Überraschung mitgebracht. Und zwar eure Lieblingskakerlake. Der Wilson ist heute wieder am Telefon. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Anruf mal wieder von Wilson. Ja. Wie geht es Ihnen heute? Ganz gut. Oh, super. Wie war Ihr Tag? Ja, ging so. Guck mal, Wilson. Haben Sie etwas gemacht heute? Mhm. Oder nur zu Hause bleiben? Oh, heute ist ein bisschen chillen und so. Oh, super. Mhm. Das ist gut für einen guten Mann. Mhm. Oh, Steiner. Mhm. Oder kleine Katze, ist ja egal. Ja, oder kleine Katze, ist besser, kleine Katze. Ja. Ja, okay. Also, Katze. Mhm. Machen wir diese Investition oder mehr? Warum denn? Also, weil sie haben Interesse gezeigt, die wollen das machen. Ach so. Mhm. Ja. Ja, und wir können machen. Nee. Warum? Na, weil du doch ganz genau weißt, was denn mit dem Geld passiert, wenn man das bei euch einzahlt. Also, wir machen die Profite, sie haben Profite, wir haben unsere Profite, das ist doch nur Geld verdienen. Nee, eigentlich habt ihr nur ihr dann Profite und ich hab ein Demokonto, wo ihr mich vorführt. Also, arbeiten Sie schon im Trading? Oder, ja? Nö, aber ich weiß, wie es läuft. Warum arbeiten Sie nicht? Hm? Warum arbeiten Sie nicht im Trading? Ja, warum sollte ich? Man kann doch auch anderweitig Geld verdienen. Weil sie können Geld verdienen. Ja, kann man machen. Man kann aber auch eine Menge verlieren. Also, ich denke, sie können Geld verdienen, weil sie sind ein guter Mann und sie haben Erfahrung, ich denke, im Trading. Aber sie sagen nein. Nee. Also ich denke, sie haben. Also sie lügen mir. Hm. Ich denke, also ist nur in meiner Meinung. Ja. Also wir können zusammenarbeiten vielleicht. Hm. Sie machen eine Investition, ich mache eine Investition, wir arbeiten zusammen. Ja. Und die Profite wir können zusammen haben. Ja. Also wenn ich mache die erste Investition, machen Sie das weiter? Nee. Auch nicht. Okay. Also was kann ich für Sie machen? Weiß ich nicht, hier ruft noch einer an. Und wenn ich mache die Operationen? Oh, bei dem anderen? Ich mache die 75% von Investition. Ja. Ja, und sie machen 25%. Oh, hat schon aufgelegt. Schade. Warte mal, ich glaube, ich habe da noch jemanden auf der anderen Leitung. Noch also, da. Wenn Sie wollen, wir können 3 Personen arbeiten. Sie, ich und unser Finanzexperte. Lohnt sich das überhaupt noch bei euch? Es gibt doch so viele Trading-Betrüger. Wo? Guck mal, hier rufen jeden Tag bestimmt 40 verschiedene Personen an. Also ich weiß nicht, ich habe die jeden Tag für Sie angerufen, ich habe die Angebote gegeben für Sie und ich habe die ganze alles Schritt bei Schritt gemacht. Mhm. Ja. Also wenn ich war eine Betrüger, ich habe gesagt, ah, geh und ich habe mit einer anderen Kunde gesprochen. Ja. Und wie viel verdient man da so bei euch? Also, sie können nicht eine Millionär sein. Weil, ja, weil die erste Investition ist nur eine Test, die ja. Plattform testen. Und sie können von 200 bis 350 Euro pro Monat. Also, sie können vielleicht 350, 275, also
sowieso rausgeht. Ja, aber sie können nicht eine Millionär sein, die nächste Monate oder die zweite Monate. Das ist schlecht. Ja, natürlich ist schlecht. Das ist die Trading. Ja. Also wenn Sie machen eine Investition von zum Beispiel 10.000 Euro, also natürlich, Sie haben mehr Profite. Sie haben 0,6% bis 1,2% Profite pro Tag. Ja. So, es geht. Also wenn Sie machen eine normale Investition, wenn Sie machen eine VIP-Investition. Ja, und das ist in Ihrer Hand. Aber ich bin da Informationen geben und Sie zu helfen. Also Sie haben schon einen Account, aber Sie haben nicht die Investitionen gemacht. Ja. Ja, weil Sie haben mir in den ersten Tag gelöst. Ja. Ja, Sie haben mir gesagt, öffne ein Konto und danach Sie haben nicht die Investitionen gemacht. Oder? Haben Sie das gemacht? Ja. Ich lese hier gerade einen Kommentar von Annette R. Gutes Video, weiter so. Hat definitiv Talent in der Regie der ganz großen Callcenter-Verarscher aufgenommen zu werden. Okay. Ja. Können wir mal ein Herz geben? Und ich schreibe dann ein bisschen drunter. Jetzt bist du ja nicht mehr dran, doch. Nicht immer stumm machen. Okay. Katze. Ja. Ich habe hier noch einen Kommentar von Esther. Okay. Ja, vielen Dank vielen Dank wieder für ein tolles Schmunzelvideo. Schmunzelndes Video so rum. Ja. Bin noch ganz Haben Sie dieses Video gemacht? Ja. Okay, wollen Sie mehr machen? Ja, wenn du noch ein paar Mal anrufst, dann werden es noch ein paar, ja. Okay. Mhm. Also, mein Job ist, die Kunden anrufen. Ja. Ja, und ich melde nochmal morgen, weil sie haben nicht die Anmeldung bei den anderen Plattformen. Sie haben diese Anmeldung bei uns. Und wann ich will, ich kann rufen, weil sie haben einen großen Spaß gemacht. Ja. Ja, und ich melde den ganzen Tag und ich gebe die Informationen den ganzen Tag und wann ich will. Ja. Ja, also Herr Kato, Sie können nicht einen Spaß mit uns machen. Das ist die erste. Ja. Ja, weil ich kann sehr gut beim die Polizei gehen und ich kann nur Ihre Anmeldung geben. Ich kann Ihr Gerold Steiner. Die YouTube Studio hat Nachname. Ein neues Update bekommen. Das ist ja voll scheiße. Jetzt sind die Buttons unten und nicht mehr an der Seite. Ah, wenn man sich die YouTube Studio App hat sich verändert. Da gab es heute Nacht ein Update. Jetzt ist die App ganz anders. Das ist doof. Sonst waren die Knöpfe immer an der Seite, wo man zwischen Dashboards und Analytics und so wechseln konnte. Jetzt ist das unten. Da muss man sich erstmal wieder umgewöhnen. Das ist immer nervig, wenn sich da was ändert. Ja. Also, wie ich sage, ich bin da zu Trading machen. Ja. Also, wie kann ich sagen, einfach Geld verdienen und eine gute Arbeit machen. Ja. Und wenn Sie wollen nicht, Sie können Nein sagen, aber Sie können nicht Spaß mit uns machen. Also, können Sie mir sagen, bitte? Also, bei euch ist ja schon mal gut, dass da keine Musik läuft und nicht so viele Leute im Hintergrund. Man hört ja auch mal bloß einen da im Hintergrund. Klingt auf jeden Fall schon mal besser als die halben Diskotheken da am Telefon. Ich verstehe, Sie haben Erfahrung im Trading. Nö, aber wir
rufen wir ganz viele an. Und meistens schlechte Erfahrung mit Betrüger. Nee, schlechte Erfahrung habe ich nicht, weil ich habe ja nie eingezahlt. Aber wir haben mit Betrüger gesprochen. Ja, am Tag spreche ich bestimmt, also Minimum mit 3-4 Stück, wenn ich rangehe. Und wenn ich es übertreiben will, dann kann ich auch 10-20 Leute am Telefon annehmen. Hier rufen mir alle Nase lang welche an. Gut, Moment, bitte, Herr Katze. Gut, Moment. Ja. Ja, Herr Katze. Ich bin wieder da. Ja. Also. Was wollen Sie zu machen? Ja, ein YouTube-Video. Funktioniert doch. Etwas anderes? Nee. Wollen Sie einen Muschifiker? Nee, das muss ich doch immer piepsen. Ich will einen Muschifiker schauen. Nee. Aber Sie sagen, wir sind nicht teuer, sondern wir sprechen für den Muschi. Ja. Ja? Jetzt ist aber laut für euch. Ah, Entschuldigung. Ja. Wie viel sitzen da bei euch? Noch. Hä? Nochmal bitte? Wie viele Leute sitzen da bei euch im Büro? Nur 3 Personen und Elena 4. Ja, Elena gibt's ja nicht, die ist ja ausgedacht. Und wollen Sie mit Elena sprechen? Gib mir mal Elena. Ja? Ja. Okay, gut, Moment. Elena! Komm hier bitte! Und Elena kommt schon. Ja. Gut, Moment, bitte bleiben hier. Ja. Ja, Herr Katze. Elena ist da schon und ist so nervös. Also, Elena. Elena. Der Mikrofon ist wieder aus. Nein, ich bin da, aber ich denke, was kann ich mit Elena sprechen, zu sie sagen und Investitionen machen? Ja. Also, wir haben die ganze Sprache gegeben, aber Elena will nicht mit sie sprechen. Ist ja schade. Dann kommt Elena nicht auf YouTube. Elena in YouTube. Wollen Sie die Elena in YouTube? Die Elena gibt es ja scheinbar nicht. Aber wir haben Elena. Ja, wen gibt es da noch so bei euch? Gut, Moment bitte. Ich melde für 5 Minuten, okay? Ja, oder? Okay. 10 ist besser, wenn ich melde für 10 Minuten. Okay, und wir machen ein anderes Video. Ja. Okay, bis dann. Alles klar. Ja, der Wilson, der will ja scheinbar wirklich gerne hier auf YouTube zu hören sein. Naja, das kann er halt gerne haben. Der Wilson hat sich jetzt eine kleine Pause genommen und ruft dann gleich nochmal an. Naja, aber auf jeden Fall muss der Betrüger hier wohl ziemlich viel Zeit haben. In dem Callcenter ist es relativ ruhig. Ja, und na, er hat ja auch jedes Mal wieder Zeit, mit mir eine Stunde am Tag irgendwie privat zu plaudern. Oder zumindest fast eine Stunde. Ich finde es irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was man da so richtig dazu sagen soll, dass der Betrüger hier eigentlich mehr oder weniger schon privat anruft. Das hat ja schon gar nichts mehr wirklich damit zu tun, dass er hier versucht, mich zu überreden. Der weiß ja ganz genau, worauf es hinausläuft. Er kriegt von mir kein Geld. Ja, aber er probiert es nochmal und nochmal und nochmal und naja, er hat dann auch gleich nochmal angerufen, wie er es auch versprochen hat. Ja. Warte. Ach, da ist er wieder. Ah, okay. Hören Sie mich jetzt, wa? Ja. Ah, okay. Machen Sie ein neues Video? Okay. Katze? Ja? Ich will fragen. Mit wem leben Sie? Leben Sie allein? Haben Sie eine Frau? Haben Sie eine Familie? Nö, ich habe einen Ehemann. Sie haben einen Mann? Ja. Okay. Katze. Katze. Hallo?
Ja, und Weber, Herr Tobias Weber will da auch einen Mann. Ja. Und der fragt, kann der mit dir schlafen? Ja, willst du den mal kennenlernen? Mal, okay, also, wo bleiben Sie, Mann? In welcher Stadt? Will ich mit dir reden. Oh, Elena kommt jetzt. Ach, Elena. Ja, ich soll dir schöne Grüße bestellen. Also, wollen Sie mit Weiber nochmal sprechen, weil Sie können vielleicht zusammen schlafen? Nee, das ist eklig. Wie? Das ist eklig. Also, Sie leben schon mit einem Mann? Ja. Ja? Ja. Aber Sie können mit Tobias Weber schlafen? Nein, will ich und nicht. Und leben. Aber wie heißt dieser Mann so lieb mit Sie? Und da ist er. Wie viele Leute sind Sie? Hä? Na, zu zweit? Zwei oder drei? Zwei. Nee, drei, okay. Drei werden das. Und Sie arbeiten zusammen? Nee, zusammenarbeiten nicht. Meistens spielt er PlayStation. Jetzt kümmert sich ein bisschen um meine Social-Media-Kanäle. Welche Spiel spielen Sie? Oder muss ich mal fragen, ich kümmere mich ja damit nicht aus mit FIFA dem... FIFA oder Call of Duty? Nee, sowas nicht. Wie heißt dein PlayStation-Spiel? Ja. Sag nochmal. Avengers. Avengers. Aventos? Avengers. Avenger? Ja. Ach so. Oh. Ist ein Marvel-Spiel, sagt er gerade. Auf der PlayStation 5. Ach so. Okay, okay. Das ist gut. Also, was für eine Arbeit machen Sie, Herr Katze? Ich spreche schon wirklich um Seriosa. Na, YouTube. Nur mit YouTube? Haben Sie Profit mit YouTube? Mhm. Also ich habe auch das Gedanken, aber ich habe nicht meint, also ich weiß nicht, was kann ich machen, welche Video kann ich machen. Na ja, ruf doch deine eigenen Leute an. Funktioniert doch. Etwas anderes vielleicht haben Sie? Oder denken Sie für mich? Es gibt ja noch ganz viel, Backen oder... Angeln. Oh, Pranken, also, die Pranken bedeutet wie Spiele, oder? Spiele mit Leuten oder vielleicht so. Ja, man kann ja auch Gaming-Videos machen. Ja. Mein Vater hat überlegt, ob er Angel-YouTube-Videos macht, weil ist ja auch chillig, muss er auch nicht mehr arbeiten gehen, geht er nur noch angeln. Okay. Und da zum Beispiel, wie können Sie in YouTube arbeiten? Mit Viewers oder wie? Ja, naja, also ja, und wenn Sie zum Beispiel... Ungefähr 1000 Views sind ungefähr 10 Euro. Wenn Sie gehen 1000 Views, Sie haben 10 Euro. Genau. Ach so. Dazu will ich jetzt natürlich nur noch mal ganz kurz anmerken. Ja, die Rechnung an sich stimmt erstmal. Praktisch muss man aber dazu 1000 Abonnenten haben und als Partner akzeptiert sein bei YouTube. Ansonsten kriegt er keinen Cent ab. Ja, also das ist zumindest erstmal die offizielle Statistik. Man kann auch, wenn man da ganz neugierig ist, kann man auf Social Blade, kann man eben auch nachgucken, wie viel oder wie viel Geld jeder YouTube-Kanal so ungefähr einnimmt. Ja, also da ist die Spanne immer von bis, was geschätzt wird, was der Kanal eben anhand der Aufruf- und der Abozahlen letztendlich an Umsatz generiert. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass genau das so der YouTuber auch ausgezahlt bekommt. Das kommt halt immer drauf an, ob der YouTuber eben eine Partnerschaft mit YouTube hat oder das Ganze halt eben einfach so weiterlaufen lässt. Aber das ist so langsam, also die Geld kommen voll langsam. Ja, eigentlich nicht. Also der YouTube-Kanal ist viel schneller gewachsen als gedacht. Aber mir fällt gerade auf, unter meinem Schreibtischstuhl liegt eine Schraube. Das ist gruselig. Ach so. Und wie Ihr bestes Video, also wie viel Views hat gegangen? Ach, das habe ich gerade nicht im Kopf. Aber mein Computer ist auch gerade nicht so richtig an, weil der macht gerade so eine Virenüberprüfung. Startzeitüberprüfung von Avast. Wie heißt Ihr Channel, also in YouTube? Das verrate ich nicht. Also wir können zum Beispiel einen Share geben, oder? Nee, das verrate ich nicht, weil dann kommen immer alle auf meinen Kanal und posten dann ihre komischen, unseriösen Trading-Unternehmen. Das hatten wir alles schon. Okay, okay. Ja. Ich
wie sie denken, das ist kein Problem. Also in meiner Instagram, ich habe 4000 Followers. Okay. Ja, das ist gut, aber ich weiß nicht, wenn ich mache eine Blogger oder. Und so. So. Also meine Schwester hat über Instagram schon mal Schmuck zugeschickt bekommen. Und den konnte sie dann behalten, also nur damit sie da ein paar Bilder macht. Okay, super. Witz. Also, Herr Kappe, ich muss mit einer anderen Kunde arbeiten schon. Und ich bedanke mich für Ihre Zeit. Und ich wünsche Sie auch einen schönen Tag. Alles klar, ebenso. Also, wenn Sie wollen, wir können wirklich zusammen wie die Freunde sprechen. Wenn Sie wollen, ich kann nicht mehr anrufen. Und so. Weiß ich nicht. Kannst du ja mal die User fragen, ob sie noch ein paar Videos von dir haben wollen? Nein, es ist kein Problem. Also ich denke nicht das. Wieso nicht? Eigentlich feiern die dich, glaube ich. Nee, weil es interessiert mich nicht. Ach so. Ja, also wenn sie wollen, wir können auch morgen oder übermorgen zum Beispiel sprechen, oder wenn sie wollen, wir sprechen nicht. Ist mir egal, meinetwegen kannst du anrufen. Okay. Also, ich wünsche Sie auch ein schönes Wochenende, weil wir arbeiten bis Freitag natürlich. Und so. Okay, Herr Kappe? Leute, die am Wochenende arbeiten müssen, habe ich auch. Nochmal bitte? Ich sage, hier rufen auch Leute am Wochenende an. Warum müssen die eigentlich am Wochenende arbeiten, die anderen? Also, ich weiß nicht, ich verspreche Sie, dass ich weiß nicht, weil wir arbeiten Montag bis Freitag, also 9 bis 19 Uhr. Ja, das geht ja noch. Das ja, und wir haben Pause und so. Ja. Okay, also, Herr Kasse, ich wünsche Sie auch ein schönes Wochenende und ja, bis Montag. Ciao, ciao. Tja, wenn ihr noch mehr von dem Wulzen wollt, dann drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Es gab auf jeden Fall noch ein, zwei Gespräche von ihm, die jetzt hier mittlerweile wieder reingekommen sind, hat aber tatsächlich abgenommen. So viel Zeit investiert er ja wohl denn doch nicht mehr in mich. Tja, irgendwann hat das, glaube ich, dann auch mal gerafft, dass er hier kein Geld abgrasen kann. Naja, aber zumindest horcht er ab und zu nochmal an, ob ich noch lebe. Ja, kriegt er auf jeden Fall demnächst nochmal von mir hier reingedrückt. Ja, ansonsten drückt natürlich gerne, wie gesagt, den Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst das Abo nicht, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, denn momentan, also mit Stand jetzt, das ist ja immer, ich nehme ja die Videos immer auf, bevor sie überhaupt online kommen, ist schon eine ganze Weile vorher. Jetzt aktuell sind wir bei 880 Abonnenten. Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn ihr mich noch ein bisschen unterstützt, dass wir die 1000 bald voll haben. Vielleicht ist es auch schon zu diesem Zeitpunkt hier voll, dann macht es keinen Sinn, aber abonnieren dürft ihr trotzdem noch. Jedes Abo unterstützt den Kanal und wenn das mit der YouTube-Partnerschaft tatsächlich klappen sollte, haben wir hier natürlich nach und nach vielleicht auch noch ganz andere Möglichkeiten. Muss man mal schauen, was YouTube da so am Ende nachher abwirft. Das wissen wir natürlich so im Voraus noch nicht. Das sind ja alles nur Hochrechnungen auf Social Blade. Ja, muss man sehen. Ne? Also letztendlich ist es ja nur ein Hobbyprojekt nebenbei. Soll Spaß machen, aber letztendlich kostet das Ganze natürlich auch irgendwo dann letztendlich immer ein bisschen Geld, was man dafür auch braucht. Ja, wie gesagt, das Thema mit dem Abo haben wir durch. Genau, die Glocke, da könnt ihr gerne noch draufdrücken. Dann kriegt ihr auch eine Nachricht, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Aktuell ja immer jeden Tag einmal. Ja, ansonsten, jetzt seht ihr hier noch die Playlist mit allen anderen Videos auf dem Kanal hier. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.